Hallo und herzlich willkommen. Es geht weiter mit der Verbindung des Unterteils. Im letzten Video hatte ich ja gezeigt, wie ich das Oberteil mit den Tischbeinen verbinde. Heute ist das Unterteil dran und das ist nicht weniger knifflig. Ich habe jetzt schon alles vorbereitet und will das ein bisschen vorwärmen. Ich habe mir hier einen feinen Pinsel noch ein bisschen spitz zugeschnitten, damit ich hier oben die feinen Flächen damit benetzen kann, mit dem schwarz eingefärbten Epoxidharz. Ja, und nun soll es auch gleich losgehen. Wie man sieht, habe ich dichte Probleme heute wieder mit meiner zittrigen Hand, aber das nützt nichts. Ich kann da keine Rücksicht drauf nehmen. Das muss jetzt gemacht werden. Ich kriege das schon irgendwie hin. Die Konturen sind inzwischen alle gemacht. Jetzt muss ich mich ein bisschen sputen, das hat eine ganze Weile gedauert. Und jetzt mache ich erstmal noch die Flächen hier, bevor ich das dann wieder eindicke zum Verbinden unten von den Enden, von den Füßen, sage ich jetzt mal. Gut. So, jetzt wieder was eindicken. Hoffentlich reicht mir das noch. Muss reichen. Gut. Gut. So. Jetzt kommt die Vereinigung. Wird ein bisschen schwierig auch wieder. Habe ich hier was dran? Nee. So. Das rein. Das rein. Hier. Ah, klappt doch, sitzt doch schon. So, jetzt mache ich hier ein paar Zwingen dran, dass das richtig randrückt und muss das noch ein bisschen verschmieren. Das sitzt auch.
Gut. Das passt. Das passt. Das passt. Machen wir Peilen. So, Werk ist gelungen. Ich verschmier das wieder jetzt so ein bisschen. Also vermittelt das so ein bisschen, verstreicht das. Und so wie beim letzten Mal. Und dann kann der Mittelteil gebaut werden. Bis dann.